Die Praxisanleitung wird im Pflegealltag durchgeführt, damit später der Pflegealltag auch gemeistert werden kann. Die Praxisanleitung bei unserem Standort in Bad Wildungen läuft so ab, dass wir direkt am Patient, am Krankenbett die Auszubildenden an ihre zukünftigen beruflichen Aufgaben heranführen. Und zwar nicht im Demoraum oder im Bildungszentrum, sondern wirklich im Alltag auf den Stationen, wo die Auszubildenden gerade eingesetzt sind. Da werden sie im wahren Leben, in dem Pflegealltag angeleitet. Ja, das Besondere an unserem Konzept ist, dass wir nicht, wie es eigentlich so traditionell ist, wie es früher oft war, dass die Anleitung hauptsächlich im Demoraum stattfindet, an eine Puppe oder auch als geplante Anleitung, die vielleicht mal eine Stunde oder zwei dauert und wo dann alles schon vorbereitet ist im Zimmer und mit Patienten besprochen und dass man alle Vorbereitungen getroffen hat, sondern bei uns ist das aktuell so, dass wir wirklich im Alltag mit dem Dienstbeginn auch unser Anleitungstag beginnt mit Übergabe und dann gehen wir zu dem Patienten und führen die Versorgung durch, die auch für diesen Tag geplant ist, die auf dem Plan steht. Und da kommt das auch so vor im Vergleich zu so einem Demoraum, dass man ins Patientenzimmer reinkommt und stellt fest, Patient entweder gestürzt ist und da muss man entsprechend darauf reagieren oder es geht jemandem Patienten schlecht, sodass man sofort auch vielleicht Notfallmaßnahmen einleiten muss. Und das ist so das Besondere. Und das ist das Wertvolle auch an dieser Anleitung im Alltag, dass wir unsere Auszubildenden praktisch wirklich auf den Alltag vorbereiten. Unsere Auszubildenden werden in der Praxis auf ihre Abschlussexamen vorbereitet, indem wir sogenannte Pflegelernstandserhebungen auch durchführen. Und das Besondere dabei ist, dass diese Tage, das sind immer zwei Tage, einmal Vorbereitung, Informationssammlung über den Patienten, Planung der pflegerischen Tätigkeit und am zweiten Tag wird dieser Patient oder Patientengruppe durch Auszubildenden dann versorgt. Und das Besondere dabei ist, dass der Ablauf dieser Tage ist genauso exakt so gestaltet wie dann auch das Abschlussexamen, sodass der Auszubildenden während der drei Jahre der Ausbildungszeit mindestens viermal das Examen sozusagen durchspielen und dann an dem Abschlussexamen genau wissen, was auf sie zukommt.